Hallihallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry New Dawn. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Jesaja 43,2. Man muss den Glauben haben. Naja, ja, den Glauben war ich auch, wenn ich so sehe, was da hinten schon wieder passiert. Also, da bin ich schon ein sehr gläubiger Mann. Mensch, Mann, whatever. Hat der überhaupt gecheckt, dass ich sein Partner... Er checkt's gar nicht! Der Kapitän-Fahner... Nee, nee. Diesen Schild selbst benutzen, sobald die Besitz war. Die fahren einfach weg, die Assis. Oh Mann, der tut mir so leid, wenn ich könnte, hätte ich ihn jetzt gerettet, ne? Nur weil er mir jetzt gerade so leid tut. Collateral, Leute, ey! Warte, Schott. So, wir müssen den Typen natürlich auch irgendwie rächen, ne? Wir haben ihn getroffen. Hä? Was treibt der Dude? Okay, ich bin jetzt nicht gerade so der American Sniper. Ah ja, gut. Okay, der Typ kommt halt einfach mit dem Schild und dem Schläger zu einer Sniper rein, kriegt's mit der Schrotflinte. Nice. Also, ich feiere das. Das ist mal wieder ein absolut geiler Start ins Video. Und ich muss sagen, ich war mir absolut nicht sicher, ob ich überhaupt noch zum Aufnehmen komme. Es kann auch sein, dass ich... Was greift uns an? Ach, der Vogel, oder? Oder... Ja, der Vogel. Sauberer Treffer. Der Profi. So, jedenfalls, ich war mir nicht sicher, ob ich dazu komme, das überhaupt aufzunehmen. Kann auch sein, dass ich nur ein einziges Video tatsächlicherweise aufnehmen kann. Weil es ist jetzt schon 12 und um 2 soll ich eigentlich auf einen Geburtstag kommen. Den Geburtstag. Der Geburtstag der Tochter meiner Cousine. Anscheinend will man mich dort haben. Keine Ahnung warum. Yay. Gut gemacht, Puma. Aber ich brauche leider deine Haut zum Überleben, verstehst du? Also es tut mir jetzt schon irgendwie leid, ne? Aber... Au, 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 au. Ich glaube, du spinnst. Jetzt gibt's ja... Hier. Den hier gibt's. Den hier. Was? Was? Bist du behindert? Tisch. Oh, könnt ihr mal kurz aufhören? Ja gut, dann... Aber sie haben Zusammenhalt. Immerhin das. Also wenn ich das so sehe, dann wäre es vielleicht besser gewesen, der Typ wäre einfach gestorben. So, der Puma ist uns leider entkommen. Irgendwie bezweifle ich, dass dieser Puma jetzt noch sonderlich viel in sein Leben machen wird mit den ganzen Kugeln und gebrochenen Knochen, die er hat. Aber hey, was soll's? Ich meine, ich hab auf den eingetreten, auf seinen Kopf und alles. Also ich glaube nicht, dass der Puma weit gekommen ist. So, meins. Oh ne, jetzt kommt hier schon wieder so ein blöder Vogel, ey. So, die Frage ist ja jetzt gerade, Leute. Ah ja, stimmt. Treiben lassen und zum Nick, glaube ich, wollten wir. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Ich bin absolut nicht mehr zum Zocken gekommen. Ich habe ja jetzt so gesehen neue Arbeit. Das ist jetzt noch keine feste Arbeit. Das ist jetzt so Probearbeiten. Läuft aber gut, aber ist sehr anstrengend. Also im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, ist es halt mehr, weil früher war es... Halt so, in der Arbeit, wo ich war, da gab es meistens nichts zu tun, da bin ich nur rumgehockt und dann bin ich auch manchmal nicht aufgetaucht. Und der Chef hat mir das auch nicht sonderlich übel genommen, weil er wusste, wie scheiße das dort ist. Ja, hier ist es halt anders, hier habe ich dauerhaft was zu tun. Da bewege ich mich dauerhaft, der Weg ist deutlich weiter. Ja. Dem Geweih nach ist das ein Karib. Ist...
Jetzt greife ich an. Also, es ist halt schon deutlich mehr als das, was ich davor hatte. So. Oh, ich habe 2 Puma bekommen, obwohl er mit der Schrotflinte angeschossen wurde. Okay. Ah, der ist trotzdem gestorben, verdammt. Viel Glück dabei. Ich dachte, du bist von Eden. Nee, bist du nicht. Nee, du bist eindeutig nicht von Eden. Okay. So, wo sind wir denn jetzt? Nicht sonderlich weit gekommen. Nice. Ja, du hast wahrscheinlich gerade einen Freund verloren, aber hm. Gut, fuck it. Ist egal. So, okay, da ist jemand. Hey, kannst du mal stehen bleiben? Ich würde dir gerne mein Stuff verkaufen, verstehst du? Ich habe viele coole Sachen im Angebot. Achso, ja dann. Nur wenn das so ist. Moment, habe ich jetzt verkauft? Hä? Achso, ich verkaufe das gerade einzeln. Ah, falsche Taste, okay. Ich dachte jetzt so, hä? Habe ich jetzt hier einen Glitch oder warum kann ich das öfter verkaufen? Schön wär's. So. Was war das jetzt hier? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das hier, wie dieses Prepper-Versteck hier heißt. War das nicht V? War es C? Nee. X. Nee, X ist auch nicht. Hä, ich hatte doch die Kamera. Also, das Fernglas. War das nicht V? Was, B? Nee, ich bin mir absolut sicher, dass es eigentlich V war. Okay, dann gucken wir mal kurz. Y. Ach so. Gut, wo ist es denn? Ach, da drüben. Ich will nämlich kurz gucken, was das da ist überhaupt. Okay, ein kleines Lager, wie es aussieht. Okay. Merkt man es? Vielleicht müssen wir da nochmal hin. Ach komm! Jedes Mal, wenn ich mit hier mir was jagen will, ballert ja irgend so ein Depp rum. Was ist denn los hier? Schon wieder so ein mutiertes Mistvieh. Okay, die Waffe ist nicht so hilfreich, wie ich dachte. Schon wieder so ein blöder Vogel auch noch. Komm, geh drauf! Geh drauf! Komm, geh drauf! Nice, wir haben's. Hau deines mutierten Pumas. Ich glaube, die war ganz schön was wert. Hoi zumindest. Ich glaube schon. Tja gut, wo sind wir jetzt? Ich sehe schon, wir machen wieder sehr viel in diesem Video. Das ist mal wieder der hochqualitative Content schlechthin. So, wir sind vorhin schon vorbeigerannt. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das? Egal, sehen wir ja eh gleich. Es ist aber anscheinend im Berg drin. Und die Bergrettung haben wir ja vorhin schon gemacht. Also ist das irgendwas anders. Hey! Na, ihr kleinen Wölfchen. Alles cool bei euch? Oh, ich glaube, das ist ein stärkerer Wolf, oder? So.
Geh mal hier. Hier. Kommen die zurück? Na egal. Das plündern wir mal. So. Was haben wir denn hier? Lesen. Tagebuchseite. Endlich der letzte Tag. Dann habe ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteck flussabwärts. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich die Lagerstellen angelegt habe, um mich auf den Weg auszuruhen. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt, um die Orte zu markieren, nachdem wilde Tiere mein Lager verwüstet haben und ich mich verlaufen hatte. Uff. Aber ich habe es fast geschafft. Die letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingelingeling, macht der Schlüssel. Ich kann es kaum erwarten. Okay, die Fahnen haben wir gesehen. Die haben wir ja versucht, nachzuverfolgen. Hatte aber nicht so gut geklappt. Und wir hatten uns da verlaufen in den letzten Folgen irgendwann mal. Gut. War möglicherweise nicht die beste Idee von dem Dude, sich in der Wolfshöhle niederzulassen. Möglicherweise. Aber gut. Hey. Der dachte, es ist eine gute Idee. Wenn man selbst denkt, es ist eine gute Idee, obwohl es komplett eine schlechte Idee ist, weil man eigentlich wissen sollte, dass so Höhlen meistens schon irgendwie bewohnt sind. Aber hey. Fuck it. Solange man fest daran glaubt, dass es eine gute Idee ist, dann könnte es auch eine gute Idee sein. Und es ruckelt es. Fuck. Was ist das? Jetzt hat es gerade übertrieben geruckelt. Okay, da ist der Schlüssel. Okay, das sind Leute von uns. Okay, wir sind jetzt im Suchgebiet. Wir müssen also jetzt selber suchen. Gut. Also, wir sollen den weißen Fahnen folgen. Okay, hier. Ein 2000er Hit. Ey, den haben wir niedergemacht, Leute. 100er Prezi mit dem Bogen. Okay, hier war ja vorhin der eine Dude. Also, hier haben wir ja vorhin schon mal was gelesen gehabt. Stimmt, und dann haben wir versucht, diese Flaggen... Huh! Dann haben wir versucht, die Flaggen zu verfolgen, haben uns aber verlaufen irgendwie. Vielleicht konnten wir die Mission auch gar nicht schaffen, ohne... Habt ihr das gesehen? Das war ja mal Präzision, ne? So, wir sind immer noch im Suchgebiet. Das ist ein ziemlich großes Suchgebiet, wie es scheint. Okay, hier ist noch eins seiner Lager, aber hier ist nichts. Tagebuchseite. Ach, leck mich doch alle kreuzweise. Jetzt sind hier auch noch Highwaymen aufgetaucht. Was denn noch? Ich glaube, ich nehme einfach die Beine in die Hand und renne zum Wasserfall und dann irgendwie die Felsen runter. Mein neues Versteck ist da nicht mehr allzu weit. Wenn ich es bis dahin schaffe, bin ich in Sicherheit und habe genug Zeit gehortet, um mich eine Ewigkeit in der Höhle zu verstecken. Ja, Ewigkeit hin und her. Die Wölfe haben dich gefressen, Freund. So, also immer den Flaggen nach. Ist eigentlich für die Highwaymen jetzt auch nicht allzu schwer, den Flaggen zu folgen. Will ich jetzt mal angemerkt haben, weil die sehen das ja auch. Aber gut. Was soll's. So, ich will nur mal kurz hier reingucken. Aber ich glaube, hier habe ich letzte oder vorletzte Folge auch schon mal reingeguckt. Das ist wahrscheinlich auch gar nichts. Okay, da ist eine Flagge. Genau, hier hatten wir uns dann irgendwo verlaufen, soviel ich weiß. Hier ist noch eine Flagge. Da geht's weiter mit den Flaggen. Wir sind wieder im Suchgebiet. So. Okay, wir müssen runter. Wie ging das nochmal? Ah ja, also. So. Nice, da ist die nächste Höhle. Was hat dieser Typ immer nur mit Höhlen?
War vor der Apokalypse etwa Afterhöhlenforscher? Also ich weiß, Afterhöhlenforscher werden ganz gut bezahlt. Aber jetzt hier in der Apokalypse, willst du da immer noch Afterhöhlen erforschen? Egal, wir haben es geschafft anscheinend. Nice. Also. Ach. Ach so, Moment. Ist das jetzt das neue Versteck? Weil ich dachte jetzt, wir suchen das Zeug, das er noch nicht transportiert hat. Versteht ihr? Aber das sieht eher wie ein richtiges Versteck aus. Ich meine, hier ist sogar ein Tor mit Schlüssel. Wahrscheinlich ist das das neue Versteck. Das ist wahrscheinlich das neue Versteck, denke ich jetzt mal. Aber ich meine, dort wo der Dude gestorben ist, da war er so gut wie gar nichts mehr. Warum hat er die Gefahr auf sich genommen, von den Highwaymen gekillt zu werden oder von den... Viele von uns, die überlebt und alles ertragen haben, beschreiten einen so gefährlichen Weg. Wir sind mit dem Leben davon gekommen und leben jetzt auf eine Art und Weise, die dieser Errungenschaft widerspricht. Ah ja, gut, also die Frage ist halt... Warum hat er das riskiert für... Ich meine, da war ja eigentlich nichts. Da war ja nur der Zettel und vielleicht Munition, keine Ahnung. Ziemlich riskant. Also er wusste ja, dass da überall Highwaymen sind. Und er wusste auch, dass das Gebiet gefährlich ist, weil da... Wir haben zwei Bären gekillt, eine Horde Wölfe. Ich meine, es war eigentlich schon ein ganz schön gefährliches Gebiet. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt riskiert. So, hier immer noch. Da hören wir auch mal rein. Ich liebe diese neue Höhle. Hübsch und abgelegen. Ich glaube, hier kann ich genug für einen zweiten Kollaps lagern. Wer braucht schon ein baufälliges Haus, wenn es überall perfekte Höhlen gibt? Ich bin ein Visionär. Ja. Ja. Eindeutig ein Visionär, Leute. Muss man schon sagen, dass dieser Mann, der wohlgemerkt in einer Wolfshöhle von Wölfen gefressen wurde, war einfach ein Visionär. Ich muss schon sagen. Wer braucht schon Häuser? Es gibt Höhlen. Ich weiß zwar nicht, wie er das gemacht hat, dass er das hier eingebaut hat. Vielleicht war die Höhle auch schon hier. Keine Ahnung. Also, er war wahrscheinlich in dieser Hütte, die wir vorhin gerade angeschaut haben, und ist hierher gekommen. In diese sehr wahrscheinlich kalte, tropfende Höhle. Ist okay. Kann man machen. Aber genug für einen zweiten Kollaps kann er hier absolut nicht lagern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und wo will er hier denn bitte schlafen? Auf den Steinen oder? Weiß ich nicht so recht. Also man kann schon benutzen. Ich würde es wahrscheinlich benutzen können. Um zu überleben. Aber ich meine, das Tor ist jetzt auch nicht das sicherste. Wenn die Highwaymen dich entdecken, die schießen einfach durchs Tor durch. Und dann war's das mit dir. Die schießen da einfach durch oder sprengen es in die Luft. Also so ein... Also es ist jetzt nicht unbedingt auffällig. Weil da guckt er jetzt nicht unbedingt jemand rein. Abgesehen davon, dass es halt schon so höhlenmäßig hier ist. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken jetzt nur mal kurz da hoch, weil das ist arschlaut, das geht denn hier ab. Das war wieder so ein großer Truck, der letztens in die Luft gesprengt wurde. Mit dem Geschütz drauf. Ah, den hätte ich mir echt gern jetzt gecatcht, Leute. Hä? Was? Sir, haben Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem Fahrzeug? Ist alles in Ordnung? Kann man ihnen Starthilfe geben? Ja, Hupen bringt da jetzt auch nicht so viel, muss ich jetzt mal sagen. Okay, Moment, den schnappen wir uns noch. Den Bären holen wir uns noch, Leute. So, das holen wir uns. Nice, danke. Nehme ich gern an mich.
So, und jetzt schauen wir mal, ob wir den Typ da unten vielleicht Starthilfe geben können. Ach, guck mal. Okay, das muss ich ausmachen. Die Cousine hat mir gerade was geschrieben. Und jetzt geht's auch langsam schon los. Eigentlich ist assi von mir, dass ich den jetzt angreife. Aber egal. So, okay, der ist rausgegangen. Und was geht denn hier schon wieder ab? Hier ist schon wieder totaler Krieg, Leute. Egal, also wenn die da hinten am Fighten sind, wir nehmen uns das mal. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Nee, es sieht nicht so aus. Es endet mal wieder im Waldbrand, aber das ist okay. So. Wie ging das jetzt? Nein. Ich will das Fahrzeug... Ah, hier. Das hat es jetzt richtig gebracht. Eigentlich wollte ich den jetzt das Fahrzeug runterschmeißen, aber ich bezweifle so oder so, dass sie das easy zurückbekommen werden. So. Gut, egal, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Und vergesst auf gar keinen Fall, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye. Oh, der Fight wird wahrscheinlich noch drin sein. Willst du mich verarschen? Oh, Jerome. So, na dann, tschüssi.